Theoretiker, One Piece Theorien und mehr. Yo Leute, Siden hier am Start und willkommen zu einem überirdischen Video. Heute geht es zur Sache. Wir reden nämlich heute über One Piece. Das Werk, das ich lange nicht mehr behandelt habe auf dem Kanal. Ich habe ganz früher mal, OGs werden das wissen, ein paar Videos zu One Piece gemacht. Ich hatte natürlich immer mal wieder das Ganze aufgeschnappt und bin jetzt seit einiger Zeit nicht mehr aktuell gewesen. Also ich hatte damals den Dressrosa-Arc auf jeden Fall noch im Anime gesehen, also bis dahin halt den Anime verfolgt. Und dann bin ich auf den Manga gewechselt, bin rübergesprungen auf den Manga bis Whole Cake Island und habe dann abgebrochen, wo die vor Big Mom oder so abgehauen sind. Jetzt ist aber die Zeit gekommen, oder hat vor ein paar Tagen sogar das Ganze in einem Interview gesagt, dass die finale Phase eingeleitet wird. Das war ja schon ein bisschen länger bekannt, aber auch, dass jetzt die Zeit gekommen ist, wo so ziemlich jeder mit One Piece anfangen sollte bzw. einsteigen sollte, wenn es nämlich um den heißen Scheiß geht. Und für die Leute, die im Stream dabei sind oder die Leute, die mich schon ein bisschen länger verfolgen, die wissen natürlich auch, dass mich gewisse Grunddinger in One Piece schon interessieren. Und ich würde auch sagen, dass ich nie 100% abgeneigt diesem Werk gegenüber war. Bedeutet also, ich habe mir die Zeit genommen, bis zum aktuellsten Manga-Stand zu lesen. Das war ja, wie gesagt, dann nicht viel, was ich reinballern musste an Inhalt von Whole Cake Island Ende bis jetzt Wano Kuni, aktuellster Stand, ein Monat Pause, diese Woche geht's weiter. Dementsprechend war es nicht ganz so viel und ich habe das in den wenigen Tagen halt schaffen können. Mir war es ganz wichtig, selber ein Bild von allem zu bekommen, ohne auf irgendetwas anderes zu hören. Eine authentische Meinung, einen authentischen Eindruck zu bekommen über One Piece, um dann eben meine Meinung hier bilden zu können, um urteilen zu können. Das ist mir immer ganz wichtig, dass ich mir mein eigenes Bild mache, ohne auf irgendwen anders zu hören oder mich beeinflussen zu lassen. Ich weiß natürlich, dass die One Piece Community ein bisschen sensibel ist, dass die Zündschnur ein bisschen kurz ist, weil man ihren Schatz nicht beleidigen darf oder kritisieren darf oder wie auch immer, kann ich auch irgendwo nachvollziehen. Ich möchte aber direkt am Anfang hier sagen, dass dieses Video keine Rant sein wird, kein Shit-Talk oder sonstiges. Nein, ich muss One Piece sogar für einiges loben, wo ich nicht gedacht habe, dass es mich hooken kann, dass es mich wirklich sogar catcht. Also da bin ich tatsächlich ein bisschen überrascht gewesen, jetzt wo ich fertig geworden bin, dass One Piece wieder so ein bisschen diese alten Tropes bei mir erreichen konnte. Nichtsdestotrotz würde ich sagen, um da ein bisschen für Gewissheit zu klären, dass ich nie der Hater war oder sonstiges, ne? Also ich war immer nur jemand, der gesagt hat, dass One Piece oder jetzt ganz speziell auch Oda als Mangaka dahinter kein GOAT ist, er ist kein Meister an sich oder One Piece ist nicht der beste Manga überhaupt, so mäßig. Ich habe vor 2-3 Wochen Berserk gelesen und der Manga ist 100-mal besser als One Piece. Also vielschichtiger, viel deeper, viel krasser, wenn es um Charaktere geht. Also das kannst du schwierig miteinander vergleichen natürlich, aber das ist eine ganz, ganz andere Herangehensweise, wenn man das auf Kampf wirklich miteinander vergleichen würde. Das nur mal dazu. Also ich war immer nur derjenige, der gesagt hat, hey, in der Community gibt es Leute, die hardcore ihr Leben übertreiben und ich würde sagen, ich appreciate das, was One Piece geschafft hat, weil ich damals ja auch über Nostalgie und Kindheit und so weiter natürlich viel auch an Zeit investiert habe, viel damit empfunden habe sozusagen. Dann habe ich irgendwann so ein bisschen den Weg dazu verloren oder nicht mehr die Bindung dazu gehabt. So alles, was so nach Timeskip war, hat mich nicht mehr wirklich abgeholt und jetzt habe ich wieder die Zeit gefunden einzusteigen und bin Manga aktuell und ja, spreche einfach heute ein bisschen über das ganze Thema hier, was mir gefällt, was mir nicht gefällt und das ist es eigentlich. Ich bitte euch natürlich in dem Kommentarbereich respektvoll miteinander umzugehen. Wie gesagt, ich weiß, One Piece Community ein bisschen sensibel. Dementsprechend hoffe ich, dass ihr meine Meinung akzeptieren könnt.
wie gesagt, das wird hier keine schlimme Meinung sein oder sowas. Also das wird hier mehr positiv als negativ sein. Aber es gibt auch ein bisschen Kritik von meiner Seite aus, die ich immer noch habe, was One Piece betrifft. Einige Dinge haben sich halt bewahrheitet, die ich mir vorher schon so ein bisschen gedacht habe. Andere Sachen waren gar nicht der Fall und wurden dann dementsprechend auch ausgemerzt. Und ich denke mir im Nachhinein so, ja, da habe ich One Piece vielleicht ein bisschen Unrecht getan an manchen Punkten. Lass mir gerne einen Daumen nach oben da für den Support, würde ich mich babamäßig drüber freuen. Und vielleicht können wir auch in der Zukunft ein bisschen mehr über One Piece sprechen, wenn es jetzt in die finale Richtung geht. Das hier ist kein Hype-Gelaber von mir oder sonstiges. Ich habe damals schon One Piece-Videos gemacht, aber irgendwie nicht so ganz meinen Weg damit gefunden. Habe nicht so wirklich den Vibe gespürt und ich muss auch sagen, ich bin nicht der Experte in diesem Fachgebiet. Meine ganzen YouTube-Kollegen sind da wesentlich bewanderter, was dieses Thema betrifft. Von daher wird es da von meiner Seite aus nicht irgendwie wöchentlich Content regelmäßig geben, sondern ich würde das eher handhaben wie ein Tokyo Revengers oder ein Berserk, wo ich auch quasi über die Zeit hin eingestiegen bin und jetzt versuche immer mal ein paar Updates zu bringen. Also ungefähr so. Nicht jedes Chapter, aber vielleicht mal alle 3-4 Kapitel mal ein Update bringen, was ich denke und so weiter. Also reden wir ein bisschen über Wano. Ich will ja gar nicht allgemein über One Piece sprechen, eine heftige Tiefenanalyse machen und so weiter. Ich glaube, das habe ich schon 1000 Mal gesagt, was mich an One Piece nicht so krass hookt oder gehookt hat in der Vergangenheit, dass ich mehr so dieser Pre-Timeskip-Veteran gewesen bin und die Arcs nach dem Timeskip mich alle nicht mehr so wirklich interessiert haben. Ich fand einige der Strohhüte langweilig. Auch designtechnisch haben sich viele ins Negative entwickelt. Also das war gar nicht so mein Style. Ich bin auch nicht der größte Fan vom Artstyle von Oda. Ich finde dieses überirdische, kolossale, dass alle Gegner aussehen wie Orang-Utans, finde ich ein bisschen wack so, aber das liegt ja im Auge des Betrachters. Das ist eine Sache, die fühle ich nicht so, so Zeichenstil, Artstyle-mäßig. Da bin ich mehr so bei anderen Shonen-Serien. Eine Sache, die ich aber wirklich hart kritisiere, und das kann man jetzt sehen, wie man möchte. Einigen wird es nicht auffallen, einige wird es jetzt vielleicht wieder nicht passen, dass ich das als Punkt nenne, weil sie es dem Werk gegenüber positiv auslegen. Und das ist die Länge, Schrägstrich, das Pacing. Damit meine ich nicht, ganz wichtig, die Länge allgemein. Also ich meine nicht, wie viele Chapter hat One Piece oder wie viele Episoden hat der Anime von One Piece. Das meine ich damit nicht. Ich meine, wie langgezogen sich manche Ereignisse in den Arcs oder in der Story anfühlen. Bedeutet im Klartext, ich bin der Meinung, dass One Piece allgemein oder auf Arcs bezogen oder wie auch immer sich wesentlich kürzer fassen könnte. Du hältst dich an vielen Dingen auf, nebenher, so drumherum, die überhaupt nichts zum Mainplot beitragen und einfach sich teilweise wie Filler-Sachen anfühlen. Auch im Manga. Den Anime verfolge ich ja mittlerweile nicht mehr, weil das Pacing da noch viel grauenhafter ist. Dementsprechend ist mir das auch bei Wano aufgefallen. Ich fand, du hast teilweise so, wenn es um die etwas weakeren Strohhüte geht, eben Auftritte, die lame sind. So, mich interessiert Franky nicht, mich interessiert Brook nicht, mich interessiert auch ein Chopper nicht mehr. Das sind so Sachen, die meiner Ansicht nach nicht wirklich mattern. Ich denke, ich muss keinem erzählen, dass einige der Strohhüte Lappen sind, dass die nicht wirklich mattern und wenn die Fokus bekommen, dann würdest du lieber zum nächsten Chapter springen wollen oder wieder auf eine andere Szene und diesen anderen Charakter lieber sehen wollen. Also, ich glaube, das geht vielen so. Ich habe mich auch mit einigen Leuten besprochen und da kristallisiert sich eine ähnliche Haltung zu raus. Also selbst bei den Hardcore One Piece Fans, selbst diese Leute sind jetzt nicht unbedingt der größte Fan von Chopper, von Lysop, von Franky, von Brook. Ihr versteht, was ich meine vielleicht. Also es gibt Strohhüte, die auf jeden Fall Hype sind und die schaue ich mir gerne an und dementsprechend dann den Plot und die Action und alles, was um die passiert. Und es gibt das Gegenteil, das genaue Gegenteil, Strohhüte, die dann das gleiche abbekommen oder halt weniger actionreich oder so, wo das halt dann nicht so krass wirkt oder spannend oder eher langweilig gestaltet ist. Einen Punkt, den ich zurücknehmen möchte, den ich vorher hatte, bevor ich gelesen habe, den ich nicht mehr wirklich im Kopf hatte, weil ich auch lange raus war aus One Piece, war, dass die Charaktere sich nicht weiterentwickeln. Und zwar, dass die Charaktere immer in ihrem normalen Standard bleiben, also so wie wir sie halt kennengelernt haben, so sind sie heute immer noch. Und das
Stimmt, teilweise bei einigen Charakteren. Ich würde nicht sagen, dass jeder Strohhut eine Charakterentwicklung gemacht hat. Also manche sind immer noch die gleiche Art von Charakter. Und klar bleibt der Humor auch gleich und die verlieren nicht ihren Charme oder ihren Witz, sag ich mal. Aber wir haben auf jeden Fall Szenen bekommen, jetzt zum Beispiel auch in Wano, mit Sanji, wo ich sagen würde, da würde ich einiges zurücknehmen, wo er zum Beispiel seine eigene Person hinterfragt oder sich selber damit konfrontiert, wer er eigentlich für seinen Kapitän, für Ruffy, sein möchte. Wenn er seinen Anzug zerstört, wenn er gegen Queen kämpft und so weiter. Das hat mir gut gefallen. Ich bin nicht der größte Fan von Sanji. Ich kann sowieso auch nicht nachvollziehen, wie man den über Zorro stellt. Wobei ich denke, dass das eher die Minderheit macht. Aber ich denke, dass das ein guter Moment war, wo man Sanji nicht nur durch Kämpfe scheinen lassen kann. Man gibt ihm so ein bisschen Character Development, man gibt ihm ein bisschen Tiefe und das feiere ich auf jeden Fall. Kurz vielleicht noch einen Einblick zu Charakteren, die ich ganz gut fand. Kommen wir erstmal zu anderen Strohhüten, die ich per se mag. Und zwar hätten wir da einmal Jinbei, also den finde ich richtig cool. Der ist ja das neueste Mitglied, also das neueste offizielle Mitglied der Strohhüte. Dann hätten wir noch Yamato, wo noch nicht ganz klar ist, ob die jetzt in Ruffys Crew dazukommt mäßig, aber eigentlich sollte es schon der Fall sein, also würde ich schon denken, dass das passiert, jetzt wo sie ihre Ketten da weg hat. Was auf jeden Fall auch nice war, sind so Sachen mit Robin. Ich finde, Robin ist immer so eine der stärkeren weiblichen Charaktere aus One Piece. Im Normalfall würde ich sagen, dass One Piece halt meistens die weiblichen Charaktere nur für Fanservice ausnutzt, aber es gibt hier und da mal ein paar Ausnahmefälle und ich würde sagen, Robin hat auf jeden Fall einen großen, wichtigen Plot wegen dem ganzen Road-Pornoglyphen-Kram, dass sie das halt lesen kann, dass sie das entziffern kann so mäßig und deswegen ist sie ja allein schon deswegen so relevant, so wichtig und ich glaube, das kommt dir gut, das kommt dir zugute einfach und ich würde auch sagen, dass sie sich im Laufe der Zeit, weil sie eben so wichtig gemacht wurde, auch entwickeln konnte. Also sie finde ich auch ganz nice. Ich weiß nicht, ob ich wirklich einen Lieblingscharakter habe. Ich glaube, ich bin eher nicht so krass verbunden mit One Piece Charakteren, dass ich sage, ich habe jetzt voll das Herz für diese Leute, für diese Personen. Aber wenn es so wäre, wenn ich einen Charakter hätte, den ich nennen müsste, dann würde es wahrscheinlich Zorro sein, denke ich. Also Zorro hat die krassesten Kämpfe. Er ist am interessantesten aus der Strohhutbande meiner Meinung nach. Es wird immer sehr gehypt, wenn es um ihn geht, wenn es um seine Backstory geht, um seine Kräfte. Viele Geheimnisse werden um ihn herum gesponnen, was ich auf jeden Fall cool finde. Also er ist ein cooler Typ und er ist natürlich auch mitunter das loyalste Mitglied, das Ruffy kriegen konnte. Also ich denke, mit Zorro macht man nichts falsch. Und dementsprechend fand ich natürlich auch seinen Kampf gegen King oder dass er so ein bisschen Fokus hatte in Wano, dass er ein neues Schwert bekommen hat, dass er Enma bekommen hat, welches ihn ein bisschen fordert oder ihm so ein bisschen die Kraft aussaugt. Das fand ich eine geile Storyline von ihm, dass er sich natürlich auch ein paar Mal verläuft oder dass er kurz gegen Killer clasht. Das waren coole Momente. Ich würde sagen, Zorro ist definitiv immer ein Highlight in One Piece. Ruffy gegen Kaido als Endshowdown hat mir sehr gut gefallen. War ein cooler Endfight, richtig, richtig nice. Ich bin auch der Meinung, dass Kaido nicht zu schnell down gegangen ist. Man hat ja mehrere Runden gegen ihn gekämpft, da war Ruffy ja nicht nur alleine am Start. Gear 5 hat mir gut gefallen. Jetzt im Nachhinein, wo ich das Ganze gelesen habe, finde ich es passend zu One Piece, aber auch zu Ruffy als Charakter. Kaido als Charakter an sich finde ich nicht so gut. Ich finde, man hätte den wesentlich besser betrachten können, tiefgründiger oder wie auch immer. Für seine Einführung, die er damals bekommen hat, als er vom Himmel runtergesprungen ist, fand ich, war das wirklich ein Schlag ins Gesicht. Ich finde Kaido als Charakter an sich nicht gut, aber den Showdown gegen Kaido halt nice, vom Kampf her, vom kämpferischen Sinne her. Ansonsten bin ich nicht so der Fan davon, dass man natürlich sagt, ich hatte auch die Kritik schon vorher mal wahrgenommen von der Seite aus, dass man halt die Tode nicht durchzieht, also so Leute wie Kinemon, dass die nicht sterben, dass sie einfach wiederkommen und so, ist halt ein typisches One Piece Problem. Hänge ich mich jetzt nicht unbedingt heftig dran auf. Ich würde auch sagen, dass andere Shonen-Serien das schlimmer machen als One Piece, dass Charaktere eben überleben so mäßig, weil andere Serien öfter damit teasen, öfter mit dem Schock-Value, öfter mit diesem Moment des Schocks oder mit dem Moment des Cliffhangers, dass Leute sterben und zwei Chapter, zack, sind sie wieder da mäßig. One Piece macht das nicht so oft,
Aber natürlich kann man das hier in Wano theoretisch auch kritisieren. Ich kann Leute verstehen, die das nicht so gefeiert haben. Green Bull als Einschätzung, was ja im letzten Kapitel passiert ist, dass er da in Wano angekommen ist und sich jetzt dahin begibt, wo die alle am Feiern sind und so weiter, nach dem Triumph gegen Kaido und Big Mom, finde ich nicht so krass. Also er macht auf mich so einen Eindruck, als hätte er mehr eine große Klappe und nichts dahinter. Aber man darf natürlich auch nicht vergessen, dass er ein Admiral ist. Von daher mal gucken, was der so drauf hat. Ich würde da jetzt auch nicht zu viel hineininterpretieren, dass er King und Queen fertig gemacht hat, weil die waren ja noch von Zoro und Sanji übel down. Deswegen mal sehen. Kurz noch was zu den Kopfgeldern. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich finde die teilweise ungerechtfertigt. Ich denke nicht, dass Law und Kid beide das gleiche Kopfgeld haben sollten wie Ruffy, weil erstens hat Ruffy Kaido alleine besiegt, also ja, Kaido musste natürlich Onigashima noch festhalten und theoretisch ist Kaido stärker als Ruffy, weil er ihn auch mehrmals aus Gear 5 rausgekickt hat sozusagen oder rausgeschlagen hat. Er ist ja quasi immer wieder in diese Form neu reingekommen und hat ihn dann irgendwann besiegen können, weil er halt mit mehreren Dingen gleichzeitig beschäftigt war, so mäßig. Aber ich denke, dass Ruffy das größere Ding, das größere Ziel geschafft hat sozusagen. Und vor allem, wenn der Punkt schon für einige nicht zählen sollte, dann sollte der Aspekt mit der Frucht definitiv da reingehen. Weil im gleichen Atemzug ja gesagt wird, dass diese Nika-Frucht so krass ist und sie von der Weltregierung gesucht wird. Und das ist ja alles so schlimm und Ruffy wird gleichzeitig auch zum neuen Kaiser ernannt, wo ich mir dann so denke, okay, das macht dann irgendwie für mich keinen Sinn, dass Law und Kid das gleiche Kopfgeld kriegen, wenn die keine Kaiser sind, so mäßig. Also, das ist irgendwie weird, das verstehe ich nicht, aber vielleicht könnt ihr mir das ja auch in den Kommentaren erklären. By the way, Big Mom Fight fand ich ebenfalls nicht so nice. Kurz was zu Big Mom als Charakter. Ich finde, sie wurde in Wano ein bisschen lächerlich dargestellt. Teilweise auch das mit diesen Erinnerungen verlieren. Und dann war sie kurz auf der Seite von den Strohhüten und dann wieder nicht, weil sie die Erinnerung zurückbekommen hat. Dann das Bündnis mit Kaido, der Kampf gegen Kid und Law und wie sie besiegt wurde, ich weiß nicht. Das hat sich ziemlich lang gezogen. Ich fand das nicht so nice. Und wie gesagt, auch als Charakter hat sie mich nicht wirklich überzeugt. Also sowohl Kaido als auch Big Mom, beides Kaiser, von denen ich vielleicht mehr erwartet habe. Bei Kaido habe ich schon mehr erwartet als jetzt bei Big Mom. Bei Kaido, ehrlicherweise, habe ich mehr erwartet als bei Big Mom, aber beide haben mich eher unzufrieden zurückgelassen. Ich erhoffe mir wesentlich mehr von einem Blackbeard als Kaiser-Position und ich erhoffe mir auch wesentlich mehr von einem Shanks, wobei ich nicht denke, dass Ruffy gegen Shanks kämpfen wird und Shanks eher auf der guten Seite steht. Was aber auch ein Twist wäre, wenn er böse wäre. Mal gucken. Von wem ich mir nicht so viel erhoffe, ist Buggy. Das finde ich halt ein bisschen Comedy, aber mal gucken. Man weiß natürlich auch nicht so viel anscheinend, was in der Welt da draußen passiert ist, während die da alle auf Wano sind. Also was Buggy gemacht hat, dass er zum Kaiser geworden ist. Anscheinend hat er ja irgendwie eine Riesenarmee oder wie auch immer. Deswegen da mal gucken, was es damit auf sich hat. Aber das finde ich sogar ganz lustig, weil Buggy ist ein OG, der ist seit Anfang an dabei, Ruffys erster Gegner sozusagen, und dass er ihn sogar mit auf seinem Weg Richtung Piratenkönig begleiten kann, feiere ich irgendwie. Also auch Buggy, würde ich sagen, ist nicht so der böseste Charakter, sondern mehr so ein Fun-Villain sozusagen. Also ja, keine Ahnung, ich finde den eigentlich ganz funny, ich finde den eigentlich ganz cool und mal sehen, was es mit dem so auf sich hat und was der noch so machen wird. Also da habe ich auf jeden Fall schon ein bisschen Bock drauf. Bin ich todesgehypt, aber wird auf jeden Fall ganz lustig werden. Natürlich darf man einen großen Punkt nicht vergessen. Falls ihr jetzt gedacht habt, ich würde den Punkt definitiv nicht erwähnen. Oden Flashback. Oden, ein Charakter, der komplett neu in Wano eingeführt wurde, den ich nice fand, der mir sehr, sehr sympathisch gemacht wurde. Mit Oden hat man alles richtig gemacht. Die Einführung war Baba-mäßig, seine Todesszene war krass, aber auch vorher schon, was er auf sich nimmt, um für seine Freunde eine bessere Lage zu schaffen, wie er da in den Straßen von Wano da am Tanzen ist und so weiter. Das fand ich richtig, richtig nice. Ein sehr, sehr sympathischer Ehrenmann, ein guter Charakter. Und das war vielleicht auch so ein Knackpunkt, wo ich sagen würde, ja, da hat mich One Piece wieder ein bisschen erreichen können, so mäßig. Ich fand den Flashback außerordentlich wichtig
um vor allem auch wieder mal die Brücke zu den wahren Dingen zu schlagen. Also Whitebeard, Roger, Rocks Piraten, Lovetail. So ein bisschen die Brücke zur finalen Saga zu schlagen, was jetzt halt so langsam kommt. Und ich erhoffe mir vielleicht ein ähnliches Standing wie bei Black Clover aktuell, was ja nächste Woche auch wieder weitergehen wird mit dem Manga. 3 Monate Pause dementsprechend. Dass wir einen coolen finalen Arc haben und ich bei beiden mit einem guten Gewissen drangehen kann und sagen kann, hey, das ist wieder etwas, was mich packt, was ich cool finde, was ich nice finde und was ich feiern kann. One Piece hat mich eine lange Zeit verloren gehabt, weil ich diese ganzen Arcs nach Timeskip nicht so nice gefunden habe. Anime sowieso, Todespacing, also das kannst du vergessen. Da carried auch die Animation nicht, meiner Meinung nach. Also das hebelt das nicht aus, finde ich. Aber Manga gut, ich fand Wano, Baba, ich würde nicht sagen, dass es 10 von 10 ist, weil dafür, finde ich, hat One Piece an sich einfach schon Probleme, wie viele andere Shonen auch. Ich denke, der Umfang ist einfach mein größtes Problem, auch wenn Leute jetzt sagen würden, einige Leute sagen, ja, das ist aber das Ding bei One Piece oder der Kern von One Piece, es muss ja so sein, es muss so umfangreich sein. Kann ich auch irgendwo nachvollziehen, dass Leute das so sehen wollen oder dass Leute da vielleicht ein bisschen Fanbrille auf haben. Aber ich denke schon, dass andere Geschichten, andere Shonen-Serien oder wie auch immer, Serienfilme, ne, wie auch immer, dass man das Gleiche erzählen kann oder vergleichsweise etwas Ähnliches erzählen kann in kürzerer Zeit. Man muss nicht so lange dafür brauchen. Und damit meine ich, wie gesagt, nicht eine Chapteranzahl oder eine Episodenanzahl, sondern es geht mir allgemein um Arcs, um die komplette Story. Ich bin mir sicher, natürlich, dass sich das dann auch als Konsequenz auswirken würde, dass man dann sowieso weniger Chapter oder Episoden hätte, wenn man es machen würde. Aber ich denke, wenn One Piece sich ein bisschen kürzer fassen würde, ein paar Sachen weglassen würden, die nicht so wichtig sind, ein bisschen kompakter wäre, dann wäre das auch für viele Leute angenehmer zu verfolgen, weil ich war definitiv einer, den die Länge abgeschreckt hat, innerhalb des Flows, beim Lesen und so weiter. Also es gibt immer mal wieder so ein paar Stellen, wo ich mir denke, ja, das ist jetzt eigentlich übel uninteressant, keine Ahnung, juckt mich eigentlich überhaupt nicht. Hardcore One Piece Fans werden sagen, alles was einen Stein in Bewegung setzt in der One Piece Welt ist wichtig und sonst was. Und wie gesagt, dem möchte ich auch nicht widersprechen oder sonstiges. Ich habe nicht die Expertise, ich bin kein Theo, ich bin kein Kage und ich bin auch kein Raffi, was das betrifft. Aber ich bin Siden und das ist meine Meinung zu One Piece. Also als Fazit nochmal, Wano fand ich klasse. Ich bin immer jemand, der seine Meinung sagt. Ich denke, One Piece ist ein guter Manga, zu Recht dort, wo er steht. Und ich kann mir gut vorstellen, dass die finale Saga mich wieder mehr abholen wird als andere Sachen, die in der Vergangenheit bei One Piece passiert sind. Wano hat gut vorgelegt, deswegen bin ich da mal gespannt. Ich habe dennoch meine Kritik bei One Piece, würde ich sagen, so ein paar Punkte. Und ich denke nicht, dass es ein Meisterwerk ist. Ich denke nicht, dass es der beste Shonen ist. Aber es ist ein guter Shonen. Und ich würde sagen, er hat das Potenzial, auch wieder mehr bei mir zu punkten mit der finalen Saga. Ich bin gespannt, was da passieren wird. Die nächsten Jahre werden da ja auf jeden Fall noch mit Content gefüllt sein. Und ich denke, wenn ihr da Bock habt und ich da Bock drauf habe, dann werden wir vielleicht auch ein bisschen öfter über One Piece wieder sprechen. Jetzt, wo ich aktuell bin. Jetzt, wo es aufs Ende zugeht. Ich hab Bock. Let's go. Damit wäre es das von meiner Seite aus gewesen. Lasst mir gerne eure Eindrücke zu One Piece unten in den Kommentaren da. Jetzt ist der beste Zeitpunkt, um mit One Piece loszulegen. Finale Saga wird bald starten und wir werden vielleicht ein bisschen öfter darüber reden. Rechnet nicht mit wöchentlichen Reviews, werde ich wahrscheinlich nicht machen. Wie gesagt, ich habe nicht über die meisten Dinge so eine Ahnung oder so einen Plan oder werde wahrscheinlich auch ein paar Sachen vertauschen oder wie auch immer. Aber vielleicht gibt es mal regelmäßige Updates, alle paar Wochen, alle paar Chapter, je nachdem wieder was released wird, ob Oda sich dann nicht überarbeitet oder sowas, werden wir sehen. Das wäre es gewesen. Lasst mir gerne Support da, Kommentar, Daumen nach oben, Abo auf dem Kanal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich wünsche euch einen babamäßigen Tag. Haut rein und ciao.